Herzlich willkommen hier zurück in der Eisernen Bundesliga zur Partie Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin. Ja, das Spiel gegen Hertha war geil gestern. War cool dort zu sein. Vor allem wenn man ein 2-0 gewinnt, hätte ein bisschen höher ausgehen können, aber mit einem 2-0 kann man zufrieden sein. Und jetzt haben wir ja 20 Punkte. Also Platz 5 mit 20 Punkten ist eine eigentlich ganz gute Lage. Und ja, gegen die Eintracht wird es nicht einfach. Wart noch nie. Mal sehen, was wir reißen können. Mal sehen, wie Union auch so drauf ist eigentlich nach dem Spiel gegen Maccabi, denn in der Conference League. Kann ich jetzt ja noch nicht sagen. Weiß man ja nicht. Ja, wie man sieht, pfeift Sascha zu Heide oder so. Stand vorher da. Der Schiedsrichter natürlich. Und die Aufstellung von Eintracht Frankfurt sehen wir hier. Früher konnte man es ansagen, hier ist einfach viel zu schnell mit der Aufstellung. Da kann man nichts mehr ansagen. Einzige, was man sagen kann, ist, naja, dass Union wieder im 5-3-2 spielt. Aber die Aufstellung seht ihr ja. Aber das ist so schnell jetzt bei FIFA immer. Naja. Mal sehen, vielleicht geht es erfolgreich weiter. Hier in der, in dem Deutsche Bank Park? Nicht so gleich Parkbank. Oh. Heißt das jetzt wirklich so? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das ist jetzt ein ausgedachter Name bei FIFA. Weiß man manchmal auch nicht, wenn sie die Rechte nicht haben. Oh! Das geht ja gleich richtig hart hier los. Ein Dicker. Mit einem ziemlich rücksichtslosen Foul gerade. An Avoni. Es ist einfach unnötig, direkt hier so reinzutreten. Aber okay. Solange aber nie nichts passiert ist, alles gut. Der Rasen sieht schön aus hier. Weichstoß wird von Haraguchi ausgeführt. Auf Kedira, aber klappt nicht. Ja, gegen Frankfurt mal sehen, was dabei rauskommt. Oh, nein. Ja, der Pass. Es hasse ich. Ich will direkt einen Pass spielen. Und dann ist es einfach, dann wartet er ewig da. Er nimmt ihn erstmal an. Ich habe direkt auf Passen gedrückt, als er bald zu mir kam. Mann, Mann, Mann. Und wie Giesemann geguckt hat. Warte, ich stehe im Abseits. Waren ja bloß 5 Meter. Die Eintracht, das gibt es auch. Wie ihr hinten lesen könnt. Oh, oh. Oh, Alter, da hätte es eigentlich auch schon wieder abgepfiffen werden müssen. Die springen ganz schön rein, die Frankfurter. Ganz schön brutal, Leute. Sonst geht es eigentlich so, ging so fair zu in den Spielen, aber nicht hier. Und Kruse! 1-0 für Union in der 9. Minute. Geht doch. Jetzt macht Kruse mal wieder ein Tor. Zuletzt gegen Hertha hat er ja keins geschossen. Dementsprechend darf er 1000 Euro waren es an den, ja, 1000 Euro an den Berliner Tierpark spenden. Und da Union gewonnen hat gegen Hertha BSC, darf auch Aaron Troschke, der ja bekennender Hertha-Fan ist, auch 1000 Euro spenden. Das ist mal was. Peanuts für die Reichen, aber immerhin etwas. Kann man ja mal die nette Geste auch gutheißen. Na, jetzt pfeifen sie uns aus, die Frankfurter. Na,
Pässe in die Tiefe klappen eigentlich ganz gut, aber Frankfurt passt natürlich auch auf. Hä? Ich hasse FIFA so. Das wurde echt gefährlich, nur weil meiner nicht an den Ball rangegangen ist. Ich wollte Pass nach hinten zu Lute spielen. Ganz sicher eigentlich, ne? Und meiner geht einfach nicht an den Ball ran und lässt sich dann wegschieben. Abseits. Verdammt. Ja, genau dieser eine Schritt. Aber ja, ist halt so. Ah, da geben sich ja noch Chancen hier, würde ich sagen. Boah, schon wieder so ein übles Foul. Diesmal sieht der Schiri aber angeblich nicht. Ja. Verdammt. Oh, Flanke sollte eher ein bisschen mehr in der Mitte kommen, weil Kruse den mit dem Fuß schießen können oder so. Wird das nix. Wird so nix. Auf Haraguchi. Genki Haraguchi. Knapp daneben, ist auch vorbei. Schade. War eigentlich gut geschossen, aber halt nicht zielsicher. Und Trapp wäre, glaube ich, auch dran gewesen. Guter Versuch, leider zu direkt auf den Torwart gespielt. Aber da geben sich ja noch Chancen. Auch wenn die Effizienz hier auch wieder zu wünschen übrig lässt, gerade bei mir. Aber das kann ja in Halbzeit 2 noch werden. Dass bei mir schon wieder 6 Minuten, glaube ich, eingestellt sind. Keine 4. Deswegen geht das Spiel gerade so lange. Jetzt abbrechen wir auch hier nicht. Weißt du nicht, warum der jetzt jedes Mal auf 6 Minuten hier stellt? Automatisch. Ich habe jedes Spiel hier nur 4 Minuten gespielt. Immer wieder umgestellt. Ja, das war kein Foul, alles klar. Und jetzt, weiß ich nicht, sind schon wieder 6 Minuten standardmäßig drin. Was soll denn das von FIFA? Ich spiele offline. Oh, fuck. Und das ist das 1:1 für die Eintracht. Durch Boré. Der hat ja auch letztes Mal schon getroffen. Also nicht dieses Wochenende. Erstmal. Glaube ich. Aber davor, das Wochenende, hat er auf jeden Fall getroffen. Ey. So ein Tor. Also echt nervig, wirklich, dass FIFA das jetzt jedes Mal auf 6 Minuten setzt, standardmäßig, obwohl ich offline eigentlich immer für die Eiserne Bundesliga in 4 Minuten, nur 4 Minuten pro Halbzeit spiele. Ich stelle es immer wieder ein. Du müsstest wahrscheinlich anders immer umstellen, aber der hatte das eigentlich immer mit den 4 Minuten auch drin gelassen, bis ich dann mal offline hier Squad Battles gespielt habe. Danach hat er jedes Mal 6 Minuten drin. Immer von dem Squad Battle Mode übernommen. Also, das kotzt mich an. Das nervt echt. Wenn er jedes Mal umstellt, muss man in den Standardeinstellungen verändern.
Aber normalerweise die Spielzeit kann ja jedes Mal wieder anders werden. Wissen Sie, ich muss mal sehen, ob ich das im Hauptmenü einstellen kann. Standardspielzeit, 4 Minuten vor Halbzeit. Ja, ganz ehrlich, wer braucht denn 6 Minuten, wenn es kein schwieriges Entscheidungsspiel ist? Auch wenn es eigentlich sehr gut aussah. Zur Hälfte steht es 1-1, obwohl ein klarer Chancenplus für uns besteht. Da muss man mehr draus machen. Außer Kruse. Der hat ein Tor aus einem Schuss. Mal sehen, was die Statistik sagt. Oh, Ballbesitz hat Frankfurt ein bisschen mehr. Erwartete Tore bei mir 1,6. Ja, gut. Schüsse, 4 von mir. Ja. Weiter geht's. Ist aber halt echt nervig, wenn das denn. Mal über Prömel. Prömel läuft durch. Will schießen, klappt nicht. Aber gut, sie schießt und daneben. Mann, ey, ich dachte, er wäre abseits, wenn er den nimmt, weil er da hinter der Abwehr stand. Aber nee, er verschießt einfach. Verdammt, ey. Wollte gerade sagen, Frankfurt wechselt doch jetzt. Verletzung von Prömel, super. Wart etwa, weil Haraguchi mir da reingerannt ist in dem Moment. Muss Prömel sie erstmal ausruhen, wenn er jetzt verletzt ist. Lute, 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 Lute. Alter, war das gefährlich schon wieder von Boré. Der will wohl nochmal treffen. Ah, war das knapp. Was? So war doch da gar nicht mehr dran. Boah, Lute, 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 Lute. Mann, ey, jetzt wären die ja richtig gefährlich. Ich dachte, ich muss mich vorne zurückhalten. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich irgendwie noch das 2-1 mache. Dritter Wechsel.
Das war nicht sehr gut von Frankfurt, aber Khedira kommt überhaupt nicht vorwärts. Er kommt überhaupt nicht von der Stelle. Oh oh. Sehr gut von Knoche. Jetzt wieder Trimmel, der auf Avoni. Avoni läuft! Super rübergesprungen. Ganz wichtig. Jetzt mit der Flanke! Oh, 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 ja, doch, den hat Trapp. Den hat Trapp jetzt. Sehr gut. Jetzt auf Avoni, der schießt und das Ding ist im Kasten. Wie auch schon in vielen anderen Partien trifft Taibo Avoni hier. Ja, ist der beste Torschütze jetzt erstmal bei Union, wa? In dieser Saison. Auf Taibo ist eben Verlass. Der ballert das Ding halt einfach rein. Ich dachte ja, ich schieße den daneben, aber nicht mit Taibo. Sehr gut, 2:1 in der 70. Minute. Sehr gut verteidigt, jetzt wieder auf Avoni. Macht der selbst? Nein, er legt 2:1, Doppelschlag. Frankfurt war in Halbzeit 2 ganz schön am Drücker, aber ich glaube, jetzt haben sie es. Das lassen sie sich jetzt nicht mehr nehmen. Wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass da Titfit dafür das Wasser ablaufen kann, ne? Dass dieser Abfluss genau im Tor drin ist. Weil wenn der Torwart mal reinfliegt, wäre das schmerzhaft. Oder ist das wirklich so in Frankfurt? Dass der Ablauf genau da ist? Im Tor? Nicht dahinter? Puh. Gefährlich. Oh! Das könnte hier eine richtig hohe Niederlage für Frankfurt werden, wenn es weiter so geht. Schade. Aber habe ich gut gesehen, oder? Habe ich extra so gespielt. Ja, ein bisschen weiter als gedacht erst, aber kam genau richtig. Und das ist eigentlich auch schon nach oben. Auf Vogelsammer, der oben gerannt ist? Weiß ich gar nicht. Ja, war Vogelsammer. Auf den sollte er eigentlich vorn gehen. Der war ja da so mittig im Strafraum und nicht weiter unten. Ja, Frankfurt gibt sich nicht auf. Die wollen hier noch was reißen. Noch sind auch 5 Minuten zu spielen. Wenn sowas reingeht, ja. Dann wird es hier nochmal gefährlich zum Ende. Dann steht es nur noch 2:3. Latte! Oh, 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 oh. Nein! Jetzt kommt noch ein bisschen Spannung auf. Ah, den hat Lute. Hoch und weit bringt Sicherheit. Und nicht in dem Fall. Irgendwie weit runtergenommen worden vorne. Den hat Luther auch. Selbst nach dem 3:1 war es noch gefährlich. Aber das Ding ist durch.
maximal noch in Torwart Frankfurt schießen könnte, machen sie aber nicht. Ein letzter Fernschuss, das Spiel ist vorbei, 3:1 für Union. Geil, so kann es weitergehen. Zwei Tore von Kruse, eins von Aboni. Das Stürmerduo aller Träume. Jo, damit verabschiede ich mich hier und wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder einen guten Start in der Woche. Wir sehen uns beim nächsten Spiel.